Mein Referat heißt Marx vs. Foucault, aber eigentlich ist marxistische Kritik an Foucault. Der ist heute einer der meistrezipierten Philosophen an die Universitäten. Jeder, der was mit Geisteswissenschaften studiert, kommt nicht um Foucault herum. Wer hat denn schon mal irgendwie mit den Ideen von Foucault zum Tor gehabt? Bitte mal kurzes, deutliches Handzeichen. Okay. Cool. Oder nicht so cool. Über Foucault lernt man sehr viel an die Universitäten, aber über Marxismus lernt man nicht so viel. Und was man lernt, das sind meistens nur Verleumdungen. Deswegen möchte ich die Einleitung der Frage widmen, was der Marxismus eigentlich ist und warum wir uns mit Philosophie beschäftigen. Und ich werde den Aufbau vom Referat umreißen. Marxismus, wie er von Marx, Engels, Lenin und Trotzki begründet und angewendet wurde, ist die wissenschaftliche Analyse der Gesetze, nach denen die kapitalistische Gesellschaft funktioniert. Und das nicht aus einem akademischen Interesse heraus, sondern als praktische Anleitung für revolutionäre Aktivität, um die Welt zu verändern. Und dabei stockt es so komisch oder kommt es nur mir so vor? Okay. Dabei steht die marxistische Theorie in der Tradition der französischen Aufklärer und Materialisten des 18. Jahrhunderts. Genauer gesagt ist er die konsequente Fortführung ihrer Grundsätze, nämlich keine äußere Autorität anzuerkennen und alles der schonungslosen Kritik der Vernunft zu unterwerfen. Das menschliche Denken sollte von Vorurteilen und Aberglauben befreit werden. Und so wie die damalige revolutionäre Klasse, das aufstrebende Bürgertum, eine eigene revolutionäre Philosophie hatte, so muss auch die Arbeiterklasse heute den Umsturz der ökonomischen Verhältnisse durch einen Umsturz in der Philosophie und den Ideen vorbereiten. Auch diese ideologische Dimension vom Klassenkampf umfasst eben der Marxismus. Genau, zum Aufbau von meinem Referat. Ich werde als erster den historischen Kontext der Entstehung und Rezeption von Foucaults Theorien beschreiben, weil die auf sein Denken sehr prägend waren. Philosophie, die entsteht nicht im luftleeren Raum. Das gilt für Marx genauso wie für Michel Foucault. Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert von enormen Widersprüchen und ungeahnten Entwicklungen. Und gerade weil es uns irgendwie zeitlich so nahe liegt, ist es oft schwer, darauf einen objektiven Blick zu werfen und die grundsätzlichen Dynamiken festzustellen. Dann werde ich die Philosophie von Foucault vorstellen anhand von zwei seiner wichtigsten Begriffe, nämlich Diskurs und Macht, und den Unterschied zum Marxismus herausarbeiten. Und am Schluss möchte ich in einem Fazit die Ergebnisse nochmal zusammenfassen. Okay, jetzt zur historischen Einordnung. Ich beginne den Abriss mit 1945. Damals war Michel Foucault 19 Jahre alt. Der Zweite Weltkrieg hat geändert und das in einer historisch einmaligen und komplexen Situation. Als Sieger sind die zwei globalen Mächte, US-Imperialismus und die russische Bürokratie in der Sowjetunion, hervorgegangen. Diese Situation hat auch Europa geprägt. Unter der Schirmherrschaft vom US-Imperialismus begann der Nachkriegsboom. Gleichzeitig hat in der Sowjetunion der Stalinismus geherrscht. Damit bezeichnet man irgendwie die Degeneration von einem Arbeiterstaat in eine bürokratische Diktatur. Das heißt, man hat zwar verstaatlichte Planwirtschaft, aber keinerlei Arbeiterkontrolle oder Demokratie. Und diese diktatorische Herrschaft ist in Form von einer inneren Konterrevolution durchgeführt worden gegen die Tradition der bolschewistischen Partei. Und überzeugte Kommunisten haben zu den ersten Opfern gezählt. In diversen Ländern hat es eben kommunistische Parteien gegeben, auch in Frankreich. Die hat aber die russische Bürokratie als bloßes Werkzeug gesehen, um international ihre Interessen zu vertreten. Und nicht im Sinne von einem proletarischen Internationalismus, um die Weltrevolution zu verwirklichen. Auch die marxistische Theorie ist diesem Zweck untergeordnet worden. Und da kommt ein sehr starres und mechanisches Konstrukt heraus. Und das war das, was Foucault als Marxismus kennengelernt hat, diesen Stalinismus. Nach dem Sieg über Nazi-Deutschland hat die Sowjetunion ziemliches Prestige gehabt und alle möglichen Akademiker und Intellektuelle sind auch in die Kommunistische Partei Frankreichs geströmt. Eine ganze Generation an französischen Philosophen sind in die Kommunistische Partei eingetreten, zum Beispiel der Lehrer von Foucault, Louis Althusser. Diese
KPF hat diese Tagesinteressen der Moskauer Bürokratie untergeordnet und hat keine konsistente Politik im Sinne der Befreiung der Arbeiterklasse verwirklichen können. Dadurch haben sie ihren Einfluss bald wieder verloren. Wichtiges Ereignis damals waren die Proteste im Mai 1968. Da haben eben Studentenproteste eine revolutionäre Massenbewegung ausgelöst. Und oft wird der Mai 68 irgendwie als reine kulturelle Angelegenheit dargestellt, wo Hippies eine sexuelle Befreiung gepredigt hätten. Aber eigentlich war es auch eine Massenbewegung der französischen Arbeiterklasse, die in einem Generalstreik die Machtfrage gestellt haben. Die Times schrieb damals: "All the physical levers of power were in the hands of the Communist Party." Also alle physischen Hebel der Macht lagen in den Händen der Kommunistischen Partei. Und diese Bewegung war ein Teil von einem weltweiten Aufschwung im Klassenkampf mit kolonialen Befreiungsbewegungen, Fabriksbesetzungen in Italien oder der Bürgerrechtsbewegung in den USA, um nur einige zu nennen. Und in jeder dieser Bewegungen spielte die Führung der Sozialdemokratie und der Stalinismus eine verräterische Rolle und die Aspirationen und Hoffnungen der Ausgebeuteten und Unterdrückten wurden enttäuscht. Darauf folgte, wie immer nach einer gescheiterten revolutionären Bewegung, eine Periode der Reaktion. Die Niederlagen der Arbeiterklasse haben Demoralisierung, Hoffnungslosigkeit und Pessimismus ausgelöst und das besonders im Kleinbürgertum. Und bei den französischen Intellektuellen lässt sich das ganz besonders gut nachvollziehen. War Foucault noch, wie sein Lehrer Louis Althusser in den 50ern, Mitglied der KP, ohne sich irgendwie tiefgreifend mit dem Marxismus auseinanderzusetzen, galt er Mitte der 70er als überzeugter Antikommunist. In dem Zusammenhang werde ich einen Absatz aus einem Text eigentlich über Nietzsche vorlesen, der das Verhältnis von Foucault zum Kommunismus nach 68 beschreibt. Der Autor schreibt da: "So verwundert es nicht, dass Nietzsches philosophische Heiligsprechung genau in eine Phase fällt, in der nach dem Mai 68 das bisherige große moralisch-politische Deutungsschema der Pariser Intellektuellen in eine tiefe Krise geraten war. Der Marxismus. Die neuere Nietzsche-Rezeption in Frankreich lässt sich ohne den Niedergang des kommunistischen Deutungsschemas kaum erklären. Erst sein Verfall gab den Möglichkeitsraum frei, den dann Nietzsche und mit ihm die postmodernen Denkströmungen der 70er und 80er Jahre füllen konnten. Michel Foucaults Auseinandersetzung mit Nietzsche und Marx ist dafür ein gutes Beispiel." Und weiter: "Als Michel Foucault 1975 von einem jungen spanischen Aktivisten anlässlich einer Demonstration gegen das späte Franco-Regime gefragt wurde, ob er gekommen sei, um in ihrem Kreis über Marx zu sprechen, soll es aus ihm herausgebrochen sein. Man höre mir ja nur mit Marx auf. Ich will nie mehr von diesem Herrn reden hören. Wendet euch an die, deren Beruf das ist, die dafür bezahlt werden, die auf dem Gebiet Funktionäre sind. Ich selbst bin mit Marx vollkommen fertig." Foucault war nicht der einzige linke Intellektuelle Frankreichs, der damals in die 70er so gedacht hat. Zitat Ende. Genau, und nach dem Tod Foucaults 1984 hat mit der Ära von Thatcher und Reagan eine Offensive vom Bürgertum aus Angriffen auf den Lebensstandard der Arbeiterklasse begonnen. Das kennt man meistens unter dem Namen Neoliberalismus. Und auch der ideologische Klassenkampf ist seitens der Bourgeoisie spätestens mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 mit gestärktem Selbstbewusstsein geführt worden. Mit dem Rückgang vom Klassenkampf entfaltete sich an den Universitäten sorry, trinke mal Wasser. Ich muss schon mit dem Mikrofon reden, oder sonst ist es zu leise. Ja. Ah, ja, ist das. Okay. Genau, in den Unis hat es eben so eine antimarxistische Kampagne entfaltet. Marxistisch inspirierte Gesellschafts- und Sozialwissenschaften sind verdrängt worden. Und spätestens zu der Zeit hat auch die Foucault-Rezeption einen Fahrt aufgenommen. Seine Theorien sind in der Philosophie und der Geisteswissenschaften breit rezipiert worden,
und zur Grundlage von, wurden zur Grundlage von diverse neu entwickelte Strömungen wie der Queer-Feminismus, der Postkolonialismus oder die Intersektionalität. Das heißt, wir finden irgendwie bei Foucault eine biografische und eine theoretische Abwendung vom Marxismus und seiner Philosophie, dem dialektischen Materialismus und den Versuch, eine nicht-marxistische Philosophie zu entwickeln. Und wir schauen uns jetzt anhand von zwei seiner Begriffe an, wohin er damit gekommen ist. Genau, das ist jetzt, jetzt kommt quasi der philosophische Teil. Obwohl Foucault sich sein Leben lang geweigert hat, ein konsistentes Theoriegebäude zu entwickeln, kann man doch einige Charakteristika in seinem Denken feststellen. In seinen eigenen Worten geht es ihm um die Regeln, nach denen mit Bezug auf, also das ist ein Zitat, Zitat, die Regeln, nach denen mit Bezug auf bestimmte Dinge das, was ein Subjekt sagen kann, der Frage des Wahren und des Falschen untersteht. Zitat Ende. Wir machen Aussagen über die Welt und die gehorchen bestimmten Regeln. Die Regeln bestimmen, was gesagt werden kann und ob das dann wahr oder falsch ist. Das heißt, die Grundfrage nach den Kriterien für die Wahrheit in unseren Aussagen beschäftigt unser ganzes Werk. Und für ihn gibt es eben keine objektiven Kriterien für Wahrheit, sondern die ist immer abhängig von den dominanten Ideen und Gedanken. Und dafür führt er immer wieder neue Begriffe ein, verändert sie wieder, um das zu fassen. Und die zwei wichtigsten sind Diskurs und Macht. Und anhand von denen werde ich jetzt nachzeichnen, wie Foucault dann die Frage beantwortet. Als erster zum Diskurs. Den entwickelt er 1969 in dem Buch Archäologie des Wissens. Und das ist so eine historische Abhandlung über die verschiedenen Systeme des Denkens und des Wissens. Ja. Was ist jetzt dieser Diskurs? Kurz zusammengefasst kann man sagen, es ist die Art, wie in einer bestimmten Zeit über Dinge gesprochen wird. Oder eine Aussage, die bestimmten Regeln gehorcht. Und Foucault vertritt die These, dass in verschiedenen Epochen je spezifische Regeln aufkommen, die jede Erkenntnis über die Wirklichkeit voll bestimmen und dominieren. Da kann man natürlich fragen, woher kommen die Regeln und wie korrespondieren sie mit der außer ihr existierenden Wirklichkeit. Das sind gute Fragen, die ich auch im Kommenden beantworten werde. In der Anwendung seiner sogenannten Methode soll man eine Aussage über die Geschichte oder die Gegenwart nicht versuchen, in ihrem Verhältnis zur Wirklichkeit außerhalb der Sprache oder einem sogenannten Ding an sich, wie das in der Philosophiegeschichte genannt wird, zu verstehen, sondern es geht darum, die innere Logik des Diskurses zu erkunden und dem Diskurs eigene, von der Welt unabhängige Kausalitäten also freizulegen. Genau. Soweit einmal zum Diskurs, aber ich werde jetzt an der Stelle einen Exkurs einführen über die Erkenntnistheorie, weil die Frage, wie ein Mensch Wissen erlangen kann, die hat nicht Foucault als erste gestellt, sondern die hat auch eine reiche Tradition. Sie ist eine der wichtigsten Fragen der Philosophie, nämlich diejenige vom Verhältnis von Subjekt zum Objekt oder anders formuliert von der Materie zur Idee. Oder von der Natur zum Geist. In marxistischen Begriffen nennt man das vom Sein zum Bewusstsein. Ich werde da jetzt eine Zeichnung dazu machen. Also. Das ist das Subjekt. Und das ist die Welt oder die Materie, das Objekt. Genau, und da fragen wir sie halt, wie hängen die zusammen? Oder halt das Bewusstsein und das Sein. Genau. Foucault nennt das den Diskurs und das Außerdiskursive. Und in der Geschichte der Philosophie ist die Frage immer wieder aufgetreten und in verschiedenster Kleider. Zum Beispiel, hat Gott die Welt erschaffen oder ist sie ewig? Und bei der Beantwortung dieser Frage haben sie zwei große Camps herausgebildet, der Materialismus und der Idealismus.
Zuerst zum Materialismus. Das darf man nicht im alltagssprachlichen Sinne verstehen, wo Materialismus so Geld irgendwie, also sinnliche Freuden bedeutet, sondern in einem philosophischen Sinne. Und da geht der Materialismus davon aus, dass es nur eine Substanz gibt, nämlich die Materie. Unser Denken und unsere Ideen sind Abbilder der realen Objekte, die unabhängig von uns existieren. Der Geist oder das Bewusstsein ist eine Seins-Daseinsweise oder der höchste Ausdruck der Materie. Genau, ich zeichne das wieder auf. Der Materialismus würde die Welt so betrachten. Also das ist so die Materie. Und das sind wir. Das ist das Bewusstsein. Genau. Muss man aufpassen, dass man das nicht mit einem oft gegen Marx erhobenen Vorwurf verwechselt, dass er generell die Existenz von Ideen, Kultur etc. leugnen würde. Das wäre reduktiver Materialismus. Genau, das ist nicht gemeint. Das ist quasi ein Teil der materiellen Welt. Genau. Die materialistische Weltauffassung ist atheistisch, in ihr ist kein Platz für Gott oder religiöse Vorstellungen. Beim Marxismus als einer Spielart des Materialismus schaut es so aus, dass die ökonomischen Verhältnisse letztlich der bestimmende Faktor in der Entwicklung von Ideen sind. Man kann natürlich nicht das Denken auf die Wirtschaft reduzieren, aber die Entwicklung der Produktivkräfte bildet den Rahmen, innerhalb dessen es sich entfalten kann. Ein Lehnsbauer denkt nicht über Bitcoins nach und ein Steinzeitmensch denkt nicht über Mikrowellenherde nach. Wenn ich verhungert bin, dann werde ich keine Gedichte schreiben. Also Ideen, Sprache, Denken sind keine von der Materie unabhängige Existenz, sondern sind ein Teil der materiellen Sozialstruktur. Jo, und das zweite Camp ist der Idealismus. Das darf man nicht alltagssprachlich verstehen im Sinne von, ihr Kommunisten seid alle Idealisten, weil wir für das Ideal einer klassenlosen Gesellschaft kämpfen. Sondern es ist in einem philosophischen Sinne die Annahme, dass der Geist gegenüber der Natur ursprünglich ist. Moderne Worte für den Geist wären die Idee, das Denken oder die Sprache. Und wie vorher schon angedeutet, schließt sich an diese Unterscheidung die Frage der Erkennbarkeit der Welt an. Also ist unser Denken in der Lage, die wirkliche Welt zu erkennen? Die meisten Philosophen beantworten das mit Ja. Aber wenn sie nur irgendwie diesen Selbstwiderspruch vermeiden wollen, wie könnten sie sonst irgendwie von ihrer eigenen Philosophie den Anspruch vertreten? Aber die Idealisten müssen dann Gott annehmen, damit sie das argumentieren können in ihrem System. Also entweder als erste Idee, die alle anderen Ideen schafft, oder als Brückenfunktion, die für die Wahrheit unserer Vorstellungen bürgt. Also woher wissen wir, dass unsere Ideen wahr sind? Weil Gott irgendwie gütig ist und das so möchte. Und dazwischen gibt es nur den Dualismus, der ist so eine Zwischenposition halt zwischen Materialismus und Idealismus. Der sagt zum Beispiel wie Immanuel Kant, ja, vielleicht gibt es die Dinge wirklich, aber wir können sie nicht oder nicht vollständig erkennen. Genau. Ich hasse dieses Mikrofon. Genau, Ende vom Exkurs. Also wenn wir jetzt das Ganze im Hinterkopf behalten und damit zum Diskursbegriff zurückkehren, wie ich den vorher erläutert habe, dass irgendwie der Diskurs inhärente Aussageregeln hat, die bestimmen, was wahr ist und dass es uns darum geht, diese Regeln nachzuverfolgen und nicht das Verhältnis zum außerdiskursiven Objekt an sich zu erkennen. Das ist eine Position, die man in der Philosophiegeschichte subjektiven Idealismus nennt. Die ist keineswegs neu. Es gibt keine materielle Wirklichkeit, sondern die Diskurse erzeugen sie. Und so schreibt der Foucault in der Archäologie des Wissens, dass die Diskurse als Praktiken zu behandeln sind, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Zitat Ende. Also es gibt nur den Diskurs und hinter ihm ist nichts. Da findet man die Welt auf den Kopf gestellt.
Die Wirklichkeit richtet sich bei Foucault nach den Diskursen und wird von ihnen abgeleitet. Die Diskurse sind der Ausgangspunkt der Untersuchung. Und das ist ein typisch idealistischer Zugang. Also Foucault konstruiert die Wirklichkeit aus der Sprache und dem Denken. Das ist eine klassische Philosophenkrankheit. Die beschäftigen sich immer nur mit Worten, Texten und Büchern und irgendwann glauben sie dann, dass die Welt nur aus Texte und Bücher besteht. Oder nur Sprache. Genau. Also sollen wir von den Dingen zu den Gedanken gehen oder von den Gedanken zu den Dingen? Und die erste materialistische Position ist die von Marx. Die zweite idealistische, die von Foucault. Wenn die Dinge durch die Diskurse gebildet werden, da hätte ich nur eine Zeichnung dazu. Im Subjekt, im Gegensatz zum Materialismus. Genau, die erste, von den Dingen zu den Gedanken, ist die Position, die materialistische Position von Marx. Die zweite, von den Gedanken zu den Dingen, ist die idealistische Position von Foucault. Wenn die ganzen Dinge durch die Diskurse gebildet werden, dann ist die ganze Welt in meinen Aussagen. Das heißt, wir können nichts und niemanden außer uns selbst als gegeben annehmen. Das nennt man Solipsismus, diese Position. Aber manchmal argumentiert Foucault auch mit einer dualistischen Position, die ist weniger ausgearbeitet und präsent, aber wenn er irgendwie in die Enge getrieben wird, und mit den Widersprüchen von seiner Position konfrontiert wird, dann flüchtet er sich in diese dualistische Position. Da sagt er dann, okay, es gibt schon Außerdiskursives, aber jede unserer Erkenntnisse ist nur über den Diskurs vermittelt und deshalb können wir nicht wissen, ob die Widerspiegelung, die wir davon haben, wahrheitsgetreu ist. Das heißt, wir haben nur Zugriff auf den Diskurs, die Vermittlung zwischen Wirklichkeit und Diskurs, über die können wir sich nicht sicher sein. Genau, das wäre dann so. Jo, manchmal argumentiert er so, manchmal so. Man könnte da von intellektueller Unaufrichtigkeit oder Feigheit sprechen. In den Konsequenzen sind beide Prämissen recht ähnlich. Die Dinge werden nicht als unabhängig von uns und als Quelle der Erkenntnis angenommen. Entweder sie existieren gar nicht oder sie sind für uns nicht oder nicht vollständig erkennbar. Realität ist so nur eine kollektive Fiktion. Es ist uns nicht möglich, Gesetzmäßigkeiten in der Natur oder der Geschichte zu erkennen. Damit ist auch Wissenschaft unmöglich. Also Naturwissenschaft, aber auch die von Menschen und der Gesellschaft. Und eine Folge davon wird im Foucault-Handbuch beschrieben, wann da geschrieben wird. Das Christentum hat ein Wahrheitsregime nicht anders als die Wissenschaft. Die Wissenschaft wäre eine Familie von Wahrheitsspielen, die alle dem gleichen Regime gehorchen. Zitat Ende. Also Christentum und die Evolutionstheorie sind nach Foucault gleich real, weil Menschen daran glauben. Und diese Position ist eigentlich schon korrekt durchargumentiert. Es gibt nur mein Denken. Der Raum, ihr alle, existiert nicht, wenn ich meine Augen schließe. Das ist nur Einbildung. Aber diese Position findet eher Widerlegung in der Praxis. Insbesondere im Fortschritt der Naturwissenschaft und der Entwicklung der Technik. Wir haben der Natur ihre Gesetze abgeschaut und wir haben sie gemeistert, um damit wieder in die Natur einzugreifen. In jedem Experiment findet man genau das Prinzip. Abtesten, ob eine Theorie der Wirklichkeit entspricht, ob sie sie korrekt widerspiegelt oder eben nicht. Und im historischen Verlauf werden immer wieder Theorien entwickelt, die dann durch andere abgelöst werden, die die Sachen besser erklären.
Das heißt, Wahrheit kann man nicht absolut verstehen, sondern als unendliche Annäherung an eine objektive Realität. Das ist ein Grundsatz im dialektischen Materialismus. Und dieser Prozess von der fortschreitenden Erkenntnis ist auch nicht linear, sondern von Phasen der Stagnation und dann wieder Durchbrüchen geprägt. Genau, und jetzt der zweite Begriff der Macht, also Machtbegriff bei Foucault. Man kann nämlich weiter fragen, woher kommen die Diskurse? Warum verändern sie sich? Und warum verändern sie sich je auf eine bestimmte Weise? Wie genau setzt sich der derzeit herrschende Diskurs durch? Und an dem Punkt stößt man bei Foucault auf die Macht. Die Macht bestimmt, was wir als real annehmen. Also die Wahrheit ist eine Machtfrage. Was ist jetzt diese Macht, die uns allen die Diskurse und die Wahrheiten aufzwingt? Da zitiere ich Foucault, er schreibt dazu, Zitat, die Macht ist nicht eine Institution, ist nicht eine Struktur, ist nicht die Mächtigkeit einiger Mächtiger. Die Macht ist der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in der Gesellschaft gibt. Zitat Ende. Sie ist überall, an jedem Punkt gleichzeitig, wie er schreibt, sie umfasst alles und sie umfasst auch den Widerstand gegen die Macht. Also wir haben da einen ziemlich vagen Begriff, der für alles eine Erklärung bieten soll und somit auch völlig leer wird. Ich habe ja vorher gesagt, dass Idealisten letzten Endes an Gott annehmen müssen, damit sie ihre Welterfassung argumentieren können. Und für Foucault ist dieser Gott die Macht. Foucault sagt, alles ist Diskurs und es gibt keine Wahrheiten. Warum sollten dann die Theorien von Foucault selbst eine Ausnahme darstellen? Warum schreibt er überhaupt diese dicken historischen Abhandlungen und erfindet ständig neue Begriffe, um die Geschichte zu erklären? Was unterscheidet Foucaults Theorie von irgendwelchen anderen Diskurse? Und das ist eben, was er sagen wird, der Einblick in die Macht durch die geoffenbarte Machtanalytik, die da eine Garantie bieten soll. Und auch die Frage, wie sie herrschende Diskurse durchsetzen, die wir dann irgendwie kollektiv alle teilen. Die allmächtige Macht hat das irgendwie vorgesehen. Genau. Und er schreibt dann auch in Überwachung und Strafen zum Beispiel das Zitat, dass es keine Machtbeziehungen gibt, ohne dass ein entsprechendes Wissensfeld konstituiert wird und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert. Zitat Ende. Also Macht erzeugt Wissen. Wir kennen das auch unter Diskurs. Und Wissen erzeugt Macht. Also das nennt man Zirkelschluss. Also was eigentlich bewiesen werden soll, ist implizit schon vorausgesetzt. Aber es ist ja klar, in einem konsequenten Idealismus müssen Diskurs und Macht letzten Endes ident sein, weil die Macht ja der letzte Grund für den Diskurs ist, die letzte Ursache. Genau. Aber der Machtbegriff von Foucault hat nur weitere ziemlich reaktionäre Konsequenzen. Macht ist für die herrschenden Diskurse verantwortlich, aber insbesondere seit der Moderne, also das ist ungefähr der Kapitalismus, wie wir das nennen würden, herrscht die Macht in einem alles umfassenden Disziplinarregime. Und dadurch, dass sich der Machtbegriff bei Foucault nicht auf eine ökonomische Macht gründet, übt jedes einzelne Individuum gegenüber anderen eine Macht aus. So kann man super irgendwie Arbeiter und Jugendliche für die herrschenden Zustände verantwortlich machen. Und ein gemeinsamer Kampf ist gegen die sehr reale Macht der Kapitalisten ist unmöglich. Beziehungsweise würde der auch nur die Macht stabilisieren. Daraus resultiert so ein Antimodernismus. Seit der Moderne ist die Macht besonders unterdrückerisch, aber wir können die Widersprüche vom Kapitalismus nicht überwinden. Und der einzige Ausweg ist dann, zu vormodernen Zuständen zurückzukehren. Und so ist dann nur konsequent, dass Foucault im 1979 die islamistische Konterrevolution im Iran unterstützt hat. Ich zitiere da, Foucault selbst hat die Islamisten in seinen Artikeln zur iranischen Revolution explizit unterstützt. Gegen die Moderne aufzubegehren, wie die Islamisten das taten, wurde von ihm als Akt der Befreiung gesehen.
der Öffnung eines neuen Pfades, der als Anleitung für eine Vereinigung des Spirituellen mit dem Politischen dienen könnte. Aus Foucault and the Iranian Revolution, Gender and the Seductions of Islamism. Und alles das steht einem marxistischen Verständnis von Macht entgegen. Der Marxismus kann Macht, Ausbeutung und Unterdrückung erklären, indem er die dahinterliegenden materiellen Interessen freilegt. Zurzeit hat eine kleine Minderheit die gesamten Produktionsmittel und die gesamte Macht monopolisiert. Sie können sich Parteien, Zeitungsartikel und auch wissenschaftliche Studien kaufen und sie machen das auch. Und das hat Karl Marx gemeint, wenn er geschrieben hat, dass die herrschenden Ideen die Ideen der herrschenden Klasse sind. Aber es gibt auch eine Klasse, die aufgrund ihrer Stellung im Produktionsprozess die Macht erobern kann. Das ist die Mehrheit der besitzlosen Proletarier, deren Lebensstandard ständig sinkt. Sie wurden genauso wie der Reichtum, der technologische Fortschritt und die gigantischen Produktionskapazitäten selbst durch die kapitalistische Wirtschaftsweise erzeugt. Da möchte ich nur mehr auf das Zitat aus der Times in Bezug auf 68 verweisen, das ich vorher gesagt habe. Also alle physischen Hebel der Macht waren in den Händen der Kommunistischen Partei 1968. Und das ist das Potenzial vom Sozialismus, das uns ein materialistisches Verständnis von Macht bietet. Sozialismus bedeutet, den Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung aufzuheben, indem wir die Produktion unseres Lebens unter unsere eigene gesellschaftliche Kontrolle stellen. Das heißt, die parasitäre Minderheit der Kapitalisten enteignen. Genau. Jetzt werde ich so eine abschließende Charakterisierung von seiner Foucaults Philosophie machen. Er ist echt so auf einem Feldzug gegen Marxismus. Und er kleidet das Projekt in absichtlich unklare Sprache, damit wir nicht so leicht bemerken, was er da macht und wie seicht es eigentlich ist. Er endet bei einer reaktionären Position, die uns nicht erlaubt, irgendwelche Aussagen mit Wahrheitsgehalt über die Realität zu treffen. Und der größte Vorwurf von Foucault ist, gegenüber dem Marxismus, ist auch seine Wissenschaftlichkeit. In einer Vorlesung 1976 sagt er zum Beispiel, wenn wir etwas gegen den Marxismus einzuwenden haben, dann eben dies, dass er wirklich eine Wissenschaft sein könnte. Zitat Ende. Ja. Diese Ideen spiegeln die enorme Enttäuschung nach schweren Niederlagen der Arbeiterklasse wider. Daraus resultiert Pessimismus, und zwar insbesondere hinsichtlich der Frage der Möglichkeit der Erkenntnis. Heute sind Foucaults Ideen zum Mainstream geworden, und das liegt daran, dass der Kapitalismus so am Ende ist, dass sogar Teile der Kapitalisten den Glauben an ihr System verloren haben. Der Pessimismus und die Ausweglosigkeit, die wir im Denken von Foucault finden, korrespondieren sehr gut mit der Stimmung der herrschenden Klasse und ihren bezahlten Schreiberlingen. Seine Ideen sind vielfach weiterentwickelt worden und haben in alle möglichen Felder Eingang gefunden. Und es ist auch versucht worden, wird auch versucht, auf der Basis von Foucaults Philosophie politische Theorien vor allem gegen Unterdrückung zu entwickeln. Aber die Probleme von Foucaults Philosophie, insbesondere in der Erkenntnistheorie, sind nicht gelöst worden. Und das macht sie letztlich zu einem Einfallstor für die Ideologie der herrschenden Klasse und ungeeignet dafür, die Welt zu verstehen und zu verändern. Mit so einem philosophischen Hintergrund wird dann zum Beispiel Identität zum einzig relevanten Faktor, anstatt Diskussionen über Programm und Ziele von einer Bewegung zu führen. Wir müssen gegen solche Ideen auftreten, weil sie den Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung keinen Schritt vorwärts bringen. Wir hingegen haben allen Grund dafür, optimistisch zu sein. Der Kapitalismus ist so instabil wie schon lange nicht mehr. Und das System erlaubt kaum jemanden mehr Illusionen in eine bessere Zukunft innerhalb des Kapitalismus. Also in einer Periode vom gesellschaftlichen Niedergang wie der unsrigen gibt es zwei Optionen. Entweder man flüchtet vor der Realität in allerhand mystische, obskure oder religiöse Ideen.
Das ist der Weg vom Idealismus. Also wenn es keine Wahrheit gibt, dann können wir auch nicht sagen, dass der Kapitalismus überholt ist und gestürzt werden muss. Die Position endet damit, dass ich die herrschenden Zustände ideologisch rechtfertige. Oder man wirft einen ehrlichen Blick auf den Zustand der Welt. Dann sind revolutionäre Schlussfolgerungen unvermeidlich. Die materialistische Anschauung konfrontiert die Realität und kämpft für eine bessere Welt. Die abschließenden Worte überlasse ich Karl Marx. Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Deswegen macht's alle mit beim Funke.